aufstehen, wir sind schon längst da. Wer ist der Tote? Sein Name ist Liko. Hans Günther, Vertreter einer lackbaren Fabrik, wohnhaft in Oldenburg. Also halten wir mal fest, da nimmt jemand einen Schlafwagen und wissen Sie, wo Herr Liko eingestiegen ist? Da muss ich erst mal nachschauen, warten Sie. Liko, Liko. Der ist in Wien eingestiegen. Steigt also in Wien ein und wird dann zwischen Rosenheim und München ermordet. Nicht zufällig, sondern geplant. Der Anschlag galt dem Abteil 12 und nur diesem, oder? Mhm, sieht so aus. Abteil 12? Ja, aber ich weiß nicht. Ja, was wissen Sie nicht? Weil Sie 12 sagen. Da ist nämlich ein Wechsel gewesen. Das Abteil hatte jemand anders. Ein gewisser Hauf. War es ein anderer? Ein anderer war gebucht für das Abteil 12? Ja. Ja, der Herr Hauf ist zu mir gekommen und hat gesagt, er habe extra ein Abteil bestellt, das sich nicht über den Rädern befinde. Wissen Sie, manche Leute sind da sehr empfindlich und wir nehmen darauf Rücksicht, soweit das geht. Ich habe dann Herrn Liekhoff gefragt, ob er was dagegen hat zu tauschen. Er hat gesagt, nein, er hat nichts dagegen. Ihm macht das überhaupt nichts aus. Die beiden Herren haben dann noch eine Flasche Wein zusammengetrunken. Ja, welches Abteil hat denn dann Herr Hauf bekommen? Abteil 17, das liegt genau in der Mitte. Haben Sie Herrn Hauf heute Morgen gesehen? Ja, er hat sich nochmal bedankt. Haben Sie mir erzählt, was heute Nacht passiert ist? Nein. Du meinst, man hat den Falschen umgebracht? Tja, das halte ich für möglich. Das heißt, der Mörder muss gewusst haben, wer in Abteil 12 lag. Der Schaffner soll uns noch mal die Liste zeigen. Ja, entweder er hat es von Anfang an gewusst, man müsste sich mal erkundigen, wo die Fahrkarte ausgestellt wurde, oder er hat sich an Ort und Stelle informiert. Wozu sonst der Überfall auf den Schaffner? Er braucht den Schlüssel. Hier ist die Liste. Hast du recht. Danke. Aber außerdem konnte er auf der Liste nachlesen. Hier, Hauf, Wien, Abteil 12. Guten Tag. Oh, entschuldigen Sie, ich dachte, es sei der Zimmerkellner. Nein, wir sind von der Kriminalpolizei. Das ist Oberinspektor Derrick, mein Name ist Klein. Ja, was denn, Sie wollen zu mir? Aber das wird sicher ein Irrtum sein. Sie sind mit dem Nachtzug aus Wien gekommen. Ja, richtig, ja. Sie hatten das Bett Nummer 12? 12, ja, das, ja. Ja, das haben Sie dann gewechselt? Naja, weil Sie nicht über den Rädern des Waggons schlafen wollten, erinnern Sie sich? Ja, ja, natürlich habe ich das Bett gewechselt. Ja, ist das ein Fall, der die Kriminalpolizei interessiert? Der Herr, der so freundlich war, mit Ihnen das Bett bzw. das Abteil zu tauschen, der ist zwischen Rosenheim und München ermordet worden. Was denn, der Mann, der mit mir... Der... Ja. Kennen Sie, mein Vater ist vor ein paar Monaten gestorben und er hat mir in seinem Testament ein wesentliches Erbteil zugesprochen. Es geht um Fragen im Zusammenhang damit. Sprechen Sie vom Vermögensrecht? Nein, nein, nein. Die sind geklärt. Der im Gegenteil zutiefst erschrocken sein müsste, weil ich seiner Meinung nach tot bin. Naja, so ungefähr. Danke. Hallo, Onkel Alf. Hallo, Peter. Du bist schon da? Ja, wie du siehst. In Lebensgröße. Wann bist du gekommen? Bist du geflogen? Nein, ich bin mit dem Schlafwagen gekommen. Mit dem Schlafwagen? Ja. Aber... Was? Du wirst nicht ausgeschlafen. Nein, das bin ich auch nicht. Bist du aufgeregt? Du weißt doch, was du zu erwarten hast. Wie meinst du das? Nun, für Großvater warst du immer ein besonders tüchtiger Mann. Dieser Meinung hat er Ausdruck gegeben in seinem Testament. Der Löwenanteil ist an dich gefallen. Warum hast du dir einen Anwalt mitgebracht? Das ist der Derrick, er ist kein Anwalt. Guten Tag. Also eingeladen, wird niemand zugelassen. Ich weiß. Danke. Onkel Alf. Guten Tag, Margot. Grüß dich. Bist du verwundert, mich zu sehen? Nein, warum? Du hast doch die Einladung bekommen und bestätigt. Nun, hat er so den Eindruck. Er ist im Schlafwagen gekommen. Aber er hat nicht geschlafen. Oh ja, das verstehe ich sehr gut. Ich kann im Schlafwagen auch nicht schlafen. Warum bist du nicht geflogen? Ich flieg immer. Guten Tag, Frau Norm. Herr Derrick, ich habe ihn mitgebracht aus bestimmten Gründen. Derrick? Habe ich Ihren Namen nicht schon mal irgendwo gehört? Nein, ganz sicher nicht. Er ist kein Rechtsanwalt. Ja, eben, wozu sollte er den auch mitbringen? Du hast doch das Geschäft deines Lebens gemacht. Du? Ja, ich. Hast du mich nicht erwartet? Ja, doch, natürlich. Ich habe die offizielle Einladung bekommen. Du hast mich sogar angerufen.
Du hast mich gestern Morgen noch gefragt, kommst du auch? Und ich habe dir gesagt, ja, ich komme. Ich weiß es ja, ich weiß es ja. Und jetzt wunderst du dich, dass ich hier bin? Ich habe mich doch nicht gewundert. Wer sagt hier, dass ich mich gewundert habe? Ärger, Ärger. Wann immer ich dich sehe, gibt es Ärger. Da ist er nun. Henriette, dein Schwager. Kaum sehe ich ihn eine Sekunde, schon gibt's Ärger. Weswegen? Ja, wieso weswegen? Ich weiß es ja nicht. Das ist es ja. Wisst ihr es? Beruhige dich, Ulrich. Nimm eine Tablette. Ich nehme morgens eine, ich nehme mittags eine. Ich nehme sie genau nach Vorschrift. Ich nehme nie eine außerhalb der Reihe. Und schon gar nicht seinetwegen. Ich habe... Bitte. Geht es schon los? Bin ich zu spät? Alf. Guten Tag, Tante Ina. Hat man dich aus Wien geholt? Ja, ja, ich bin... aus Wien gekommen, mit dem Zug heute Nacht. Ja, mit dem Zug. Ich erinnere mich, fährst du nicht immer mit dem Zug? Ja, ich fliege ungern. Ja, Sie haben jetzt alle gesehen. Alle, die hier eine Rolle spielen.